Spielplatzcheck, Spielplatz Hallerklasse. Ein Spielplatz für etwas ältere Kinder, wie ich finde, mit einer großen Wiesenfläche, mit verschiedenen Spielgeräten, mit einem großen Fußballkäfig, mit Toren und auch einem Basketballplatz, einem kleinen. Wie ist die Lage, die Erreichbarkeit? Naja, vom Gasometer zu Fuß geht das hervorragend, aber öffentliche Anbindung hat das irgendwie nicht da. Was gibt es da für Spielgeräte bzw. Angebote für größere Kinder? Also allen voran einmal der Fußballplatz. Das ist zwar Betonfußballplatz, aber er hat zwei stabile Tore und einen guten Käfig, wo man auch nicht drüber schießen kann, weil da ist ein Netz oben. Das hat sich schon sehr bewährt. Und es gibt einige Klettermöglichkeiten. Einerseits sowas wie Reckstangen, andererseits so ein aufgespanntes Netz, wo man gut klettern kann und etwas zum Balancieren. Sitzgelegenheiten? Es gibt reichlich Sitzgelegenheiten und erfreulicherweise auch schattige Sitzgelegenheiten. Gibt es einen Trinkbrunnen? Es gibt sogar zwei Trinkbrunnen. Buffet oder Geschäft in der Nähe? Weit und breit keines da. WC? Nein, WC gibt es auch nicht. Was kann man da also als Fazit sagen? Das ist ein super Spielplatz, wenn man in der Nähe wohnt, weil man dort, wenn man sich zu Hause quasi versorgen kann und beschäftigt größere Kinder ganz wunderbar. Paul, was hat dir an diesem Spielplatz am besten gefallen? Ich würde sagen, der Fußballplatz hier. Aber das Klettergerüst hinten war auch sehr cool. Beim Fußballplatz halt das Problem, da kann man sich nicht hinhauen, weil der Boden aus Ton oder sonst was ist. Valentin, was gefällt dir an diesem Spielplatz am besten? Der Fußballplatz. Okay, sonst noch irgendwas? Danke. Morgen in Gasometer TV.